auf YouTube gegangen und hab mir da halt Tutorials reingezogen. So. Mhm. Dann hieß es, okay, wie macht man überhaupt einen Waffelteig? How to make waffles. Ja, how to make brownie waffles. Das wird alles aufgenommen. Ericsson Boy. Wir sind hier mitten im Dreh zu unserem How to make waffle brownie Video. Genau, war mir stehen geblieben, als Erik gerade gekommen ist, dass es halt darum ging, einfach mal gar keinen Plan, ins Internet gegangen und auf YouTube halt immer Tutorials mir reingezogen und irgendwie dachte ich mir, Alter, würde ich auch gerne mal machen, aber in meinem Flavor so. Ich wollte immer Brownie-Waffeln machen, so übelst viele Rezepte ausprobiert und nie hat irgendwas funktioniert, beziehungsweise es hat funktioniert, aber geschmacklich waren die Rezepte einfach echt mau. Ihr dürft das gerne selber zu Hause. Ritter Sportschokolade. Ich habe hier halb bitter genommen. Ja, 50% Kakao. Muss natürlich nicht Ritter Sport sein. Rohrzucker. Dann brauchen wir Mehl, selbstverständlich. Ey, yo. Wir haben die Eier vergessen. Wir haben die Eier vergessen. Das ist halt das Ding und darum wollte ich so ein Video machen, weil das ist realer Shit. So, das ist nicht dieses, hallo, willkommen in meinem Kochstudio, heute machen wir so alles geleckt. Hier, richtig die billigsten Produkte, damit ihr es alle selber machen könnt. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Mehl. Eier. Ja. 4 Stück, um genau zu sein. 4 Eier. Dann brauchen wir Backpulver. Butter brauchen wir, habe ich im Kühlschrank. Butter, auch wieder beste Marke, ja. Der allererste Schritt für unsere Brownie-Waffels sind die Butter und die Schokolade zusammen im Topf zum Schmelzen bringen. Ich fange mit der Butter immer gerne an. Auf niedrigste Stufe immer dran denken, weil das darf auf gar keinen Fall so anfangen zu brutzeln. Schokolade da rein. Während das am Schmelzen ist, gehen wir schon mal zum zweiten Schritt rüber. Ich nehme mal hier meine Waage, die ich immer parat habe, so. Hobbytechnisch sammle ich Briefmarken, das ist immer ganz praktisch. 120 Gramm, ne? In Zucker sieht das so wenig aus. So, jetzt kommen als nächstes die 4 Eier zum Rohrzucker dazu, ja? Einfach reinhauen da. Oh Mann. Richtig über meine Klamotten, den Schlotter, ey. Boah, scheiße. Jetzt kommt Ei Nummer 3. So, eine Prise Salz kommt auch noch dazu. Nächster Schritt wäre einfach 200 Gramm saure Sahne. Jetzt im nächsten Schritt das Ganze nochmal schön durchmixen. Jetzt haben wir das schön durchgemixt und der nächste Schritt 150 Gramm Mehl. Was habe ich gesagt? 150. Ja, da wären wir schon bei 150. Und jetzt schön einfach dazugeben, 1,5 Teelöffel Backpulver. Ich habe immer 1,5 genommen, aber wenn ihr 2 nehmt, dann geht es noch besser auf. Dann sind die noch fluffiger, ist irgendwie geil. Es sei denn, ihr mögt es gerne so ein bisschen matschiger. Also, weißt du, dieses schokoladig-matschige, das hat auch was. Also, je nachdem. Und jetzt letzter Step, Kakao. 50 Gramm Kakaopulver. Dazu nehmen wir natürlich wieder die Waage. Weil wir sind immer gerne genau. Juti. 50 Gramm haben wir. Zack. Und das wird jetzt alles hier nochmal reingeklatscht. Und dann können wir auch nochmal gerne, damit das alles schön das Backpulver sich auch verteilt da drin und so. Zack. Und jetzt wird das nochmal gemixt, also hier dazugegeben und nochmal durchgemixt und dann haben wir unseren Teig schon fertig.
eher einen Kuchenteig, den ihr hier habt. Und am Ende, wenn ihr das dann ins Waffeleisen ballert, bekommt ihr da keine crispy Waffles, sondern das ist halt eher ja, wie ein Brownie-Teig. Ja. Wir warten jetzt noch, bis sich das Waffeleisen aufwärmt. Und dann geht's in die heiße Phase. Es ist auf jeden Fall ratsam, wenn ihr eure Geräte auch vorher sauber macht. Oh, zufällig eine Katze in unserem Video. Das ist natürlich ein Waffeleisen, was eher diese Brüsseler Waffeln oder belgischen Waffeln macht, die halt ein bisschen dicker sind. Und schön Teig. So. Jetzt das Ganze zu. Und. Das ist doch ein gutes Zeichen. Wenn ihr gerade hier sein könntet und das riechen könntet, ja? Es riecht hier so geil. Ja. So, jetzt lassen wir den noch mal ein ganz bisschen kühlen, weil die sind noch sehr heiß. Wenn man die mal jetzt hier so aufmacht, das ist schon, ne? So muss das sein. Ey. Mmh. Eine Sekunde. Mmh. Zack. Mein Name ist Erik Melzer. Man kennt mich auch als den Kochgott. Wie ihr neulich noch so meinte, Digga, wir müssen ernster werden in unseren Videos. Hat sich dann die Schwarze auch irgendwie dich eingeladen in ihre Talkshows? Ja, genau. Das Ding ist natürlich. Hat die nicht auch aus deinen Kochbüchern vorgelesen? Ja. Jetzt kommen wir mal zum Ernst der Tatsachen. Ich meine, ich kenne mich jetzt überhaupt nicht so gut mit Waffeln und sowas aus, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass mein Kollege sich immer darum kümmert, weil. Ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich dann zum Schluss irgendwas von Alex esse, dann ist es echt geil. Und heute möchte ich präsentieren von meinem Kollegen Alex. Ich würde aber gerne, dass Tom Reed hier auch mal, Tom, komm genau. Auch mal rum. So, wir beißen da jetzt alle mal rein. Genau. Oh damn it. Oh damn it. Braucht ihr Backpulver? Nee. Also an der Stelle ist es jetzt tatsächlich so weit gekommen, dass hier nur noch ein Zuschauer zuguckt. Und deswegen werden wir jetzt dieses Live-Video hier an der Stelle beenden. Es war sehr schön.